Dies ist der Icemaker IM33. Am Bedienfeld sieht man Power, wenn Eis zubereitet wird, wenn der Eisbehälter voll ist, wenn zu wenig Wasser drin ist. Ich stecke ihn jetzt ein. Power ist an. Zum Wasser nachfüllen muss man die Schublade hier rausnehmen. Hat hier ein Wasserreservoir, das man nur bis zur oberen, maximal oberen Kante auffüllen darf. Auf dieser Höhe. Und dann einschalten. Aus dem unteren Wasserreservoir wird Wasser hochgepumpt in einen kleineren Behälter, in dem dann unterschiedliche Metallstifte drinstecken, die gekühlt werden. Und darum bildet sich dann das Eis, sodass die Eiswürfel innen drin hohl sind. Zubereitungszeit am Anfang 12 Minuten. Die Zeit verkürzt sich dann im Laufe der Produktion um einige Minuten. Wie man feststellen kann, ist das Gerät im Betrieb recht leise. Es ist zu beachten, dass beim Dauerbetrieb hinten, wo der Ventilator ist, höhere Temperaturen erreicht werden können, sodass man das Gerät nicht direkt an die Wand stellen sollte.